Hallo und willkommen zurück zu Druidstone und wir werden uns dieses Mal den Smoketop Crack angucken. Erstmal machen wir dann aber noch den Stufenaufstieg. Ich schreibe mir das mal gerade noch auf. Smoketop Crack. So. Und zwar, ja, One Use per Gem Mobility. Das ist schon Mobility. Speed ist ja immer ganz gut. Und man hat ja gesehen, bei dem einen, in der einen Fähigkeit, da musste man 3 Edelsteine reinstecken, um das hier rauszubekommen. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann hier so voll ist, dass man das hier dann gerne wieder mit was anderem ersetzen würde. Das war so ein Regenerate. Recovers 1 Hit Point per Round. The effect lasts until the end of the battle. Das ist auch schon ordentlich gut. Kostet halt auch einen Aktionspunkt. Normalerweise braucht man die Hitpoints in Schüben eher. Deshalb weiß ich nicht. Ich nehme hier auch mal Speed. Und dadurch, dass hier auch alles auf Zeit ist, macht das mit der Geschwindigkeit, denke ich, schon viel Sinn. Den Stab mit dem Burn zusätzlich, wenn wir das hier sowieso aufs Maximum gesetzt haben. Ich denke, das macht Sinn. Kaufen wir. So. Ja, und da hätten wir nochmal einen Punkt für Fokus dazu, was auch nicht verkehrt ist, aber... Ja, Raise Dead ist natürlich auch nicht schlecht. Das müssten wir dann mal ausprobieren. Das ist ja sowieso immer abhängig davon, wie die Kämpfe aussehen. Ja, machen wir das jetzt erstmal noch rein. Und dann gucken wir mal, wenn wir diese Undead erasen sollen, dann würde das natürlich da Sinn machen, den Punkt reinzustecken. So, dann gehen wir hier rein. I'll tell you one thing. Anybody has a cute and as cute and cuddly as Jimball asks me to do something. Was? Anybody as cute and cuddly as Jimball asks me to do something. I'm probably just going to go ahead and do it. Ah, fehlt ein if oder so. Naja, okay. Quiep. How are you, Oiko? I just came from the Smoketop Crag. I found a tunnel leading into the mountain. It's hot in there. Too hot for the likes of me. But I bet there's treasure in there. Here's a map I drew. Maybe you can take a look. Quiepa. Okay. Dann wollen wir mal Deathstrap Dungeon. Mysterious voice. Ha 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 ha. Welcome to my humble abode, visitors. I've been preparing for someone like you. I've been preparing for a long time indeed. Please stay a while. Stay forever. Ja, ich wollte eben schon sagen, Deathstrap Dungeon ist halt so ein Early 3D, also Anfang 2000er, Ende 90er, so ein Dungeon-Ding, was, glaube ich, ziemlich katastrophale Wertungen bekommen hatte. Und dieses hier, Stay a While, Stay Forever, ist natürlich von Impossible Mission. Ha. Something tells me, whoever that voice belongs to is not a good host. You think? Find a way to the second level. Complete the mission without knockouts. Da ist eine Pressure Plate. Okay. Die beiden sind ja quasi... Ja. Wir könnten entweder einmal da drauf bomben. Oder wir könnten den da hinstellen und einen Whirlwind machen. Ja, mach mal den so. Ja.
Ah, wobei, das kriegen wir. Ach, die brennen ja jetzt auch noch. Dann sind die ja beide wahrscheinlich direkt im Eimer. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Probieren wir einfach mal aus. Gucken wir mal, ob die jetzt einfach verenden. Okay, am Ende der Runde. Okay. Zwei und... Oh, der geht nicht. Den können wir da aber jetzt nicht mehr töten. Doch, klar, den könnten wir hiermit eliminieren. Mhm. Ja, den sollten wir wahrscheinlich hier wieder auftanken. Jetzt weiß ich nicht, ob das immer da ist. Aber das ist ja auch blöd. Also sobald das einmal passiert ist, ist eigentlich ja vorbei. Was besser ist als das Brennen, ist wahrscheinlich das andere. Wobei die sind, naja. Na, gucken wir mal. Weil hiermit können wir 3 angreifen. So, Wirbel. Mhm. Oh, noch eine Aktion. Die können wir uns dann gleich greifen. Dann benutze ich das Ding jetzt nicht. Mhm. So, dann benutzen wir wieder den Fokus. Oh, okay, wir sind jetzt auf die andere Seite gekommen. Das hatte ich jetzt so nicht gedacht. Was? So ein bisschen komplizierter. Ich kann jetzt auch noch dadurch.
wenn sie es denn wollte. Der hält noch 3 aus. Dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Nee, wie bekommen wir den jetzt da raus? Einfach nur zurücklaufen? Wahrscheinlich schon. Jetzt haben wir natürlich 2 von diesen Freaks, die da ankommen. Der kommt nicht weit genug. Nicht hin. Jetzt durch das Hin und Her wechseln. Ah, okay. Ja, ist trotzdem nicht so super. Okay. Ja, das war auf jeden Fall nicht so super günstig. Das machen wir noch mal neu. Auf jeden Fall ist das noch eine Ecke mehr. Flurry war to all adjacent. Ja. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr diesen tollen Extra-Move da. Jetzt gucken wir hier uns das mal an. Okay. Diesmal ist kein Pflegeding da drin. Out of moves. Okay. Ach shit, der muss noch eins sich bewegen, um dahin zu kommen. Was passiert denn dann? Okay. Da müssten wir... Ja, der würde ja dann auch abfackeln, wenn wir dann einfach nur von dem weglaufen. So, die sind aber noch eingesperrt, die beiden.
Ah. Naja. Nicht ganz so toll. Da kommen die nächsten Reinforcements. Hatte ich die beim letzten Mal auch? Kann ich mich nicht dran erinnern. Der käme weiterhin da dran. Ah, okay. Das ist. Der Time Limit ist quasi pro Raum. Es ist leider da schon das Maximum, was sie gehen können. Könnten wir eins nach vorne, einmal schießen und wieder zurück. So. Naja, mehr geht nicht. Ja, der steht jetzt hier so ein bisschen ungünstig. Die haben keine Rüstung, aber... Wie kriegen wir die am besten weg? Wirbelwind haben wir nicht mehr. Das sind 3 plus 4. Das hier würde auch nicht ganz reichen. Das sind 3 plus 4, 3 plus 1 meine ich. Das hier sind 5 plus 1. Würde eben auch nicht reichen. Würde der immer noch angreifen können. Naja, vermutlich ist das Beste, indem wir da auch nochmal diese Eisschüsse drauf machen. Naja. Und der kann jetzt... Das geht da sowieso nicht. Der kann einen normalen Angriff machen mit diesem Bonus. Und die blockt hier einfach mal weiter das Dingen ab. Ja. Das heißt, da kann jetzt auch nur einer durch und angreifen. So, der muss das ja alleine erledigen, ja. Okay. Der hat noch 2. Nehmen wir die beiden. Der hat auch noch einen Fokus.
Das heißt, die tauschen wir jetzt aus. Ja, wobei, einen Fokus brauchen wir gar nicht. Wir machen den. Dann lebt noch der eine. Und dann gehen wir auch direkt mal weiter. Jo. Was müssten wir denn hier erledigen? Vielleicht mit Alt? Ah, da. Ne, ist ein Action Point. Keine Ahnung, vielleicht geht das automatisch auf, wenn wir diesen Raum betreten haben. Ach, shit. Er hat natürlich jetzt Feuerdings. Man, dann tauschen wir das doch gerade mal aus. Ah, es nutzt auch nicht viel. Machen wir doch zu. So, du gehst nach vorne. That lever must open the exit door. But how to get there? Ja, das ist die Frage. Without Knockouts, das kann ich halt hier jetzt schon nur sehr begrenzt beeinflussen. Wenn das jetzt von einem Moment auf den anderen geht, dann ist es halt vorbei. Machen wir uns hier noch ein paar kleine Helferlein. Aha. Dafür. Aha. Okay. Okay, dann swappe ich die mal. Das Spell-Stealing ist auf jeden Fall ziemlich fies.
Ja. So. Den kriegen wir erstmal nicht kaputt. Der macht 2 Schaden. Ja, der heilt sich. Der schützt sich dann selber mal. Der hängt dann da hinten fest. Den hier müssen wir kaputt machen. Und schlafen legen können wir den gerade auch nicht. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Mhm. Ja. Na, ah, sehr schön. Der ist verbrutzelt. Dann tauschen die mal Plätze. Okay. Mhm, toller Move. Jo. Das ging doch auch ganz gut. Zweite Ebene. Ogma. Ha ha ha, impressive. You've passed my little contraptions. Almost a pity that your success must end in my death. But before I die, I shall reward you. Mortals, behold, mighty Samur, the chosen champion of Ogmu, the burning god, the greatest god of them all. Kind of a minor deity, really. Silence! The all-powerful Ogmu has lent me a use of Samur. He will grant you the honor of a fiery death. Do not think you may refuse his gift. Is he not Samur of the Burning Blade, Samur of the Undefeated, Samur the Undefeated? But if the impossible should happen, I will take you with me. TikTok hero, Sahaha! This is a whole new level of crazy, even for us. Escape the lair of Ogma before it explodes. You have 6 rounds to get out. Get to safety. TikTok! Okay. Und dann muss man... Ah, und da ist auch noch ein Stash, den man sich holen muss. Na super. Na gut. Hier ist es dann erstmal wieder Zeit, einen Schnitt zu machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal gucken, dass wir hier rauskommen. Also, bis denne!